Alles schön fest, sieht schon sehr gut aus. Oh, jetzt klingelt das Telefon noch auf Arbeit. Dr. Mahler am Apparat. Rolfi, ich bin's, hallo. Ich hab dir doch nie gesagt, dass ich auf Arbeit bin. Du bist auf Arbeitsschutz, bitte? Ja, ich mag da keine Anrufe, das weißt du. Ja, aber hier hat jemand angerufen und ich weiß nicht, was er wollte. Was weiß denn ich, warum da angerufen hat? Ich muss weitermachen. Wirklich? Ja. Na gut. Mach's schön gut. Ich hab dir tausendmal gesagt, dass du nicht auf Arbeit anrufen. Tausendmal! Ja, und die denken sehr schön, alles sehr schön. Jetzt klingelt das Telefon schon wieder, ich schwör noch. Dr. Mayer. Am Apparat. Hier ist der Kochsiupus, der Elser Strauß. Wer ist dort? Der Kochsiupus Kölle. Ich kenn keinen aus Köln. Ich bin der Präsident in der Kölner Karnevalsgesellschaft. Und ich bin gar nicht vom Kölner Fasching. Stell dich nicht das an, in jedem der Fastelorin. Ja, da müssen Sie mal bei Ihrem nachfragen. Ich bin doch nicht für Fasching zuständig. Da sag ich halt Kölle Allah. Ja, auf Wiederhören. Ich bin doch nicht für Fasching zuständig. Hab ich eine rote Nase im Gesicht oder was? Also, glaubst du es denn? Noch immer verrückter. Ja? Und die Höhe darf ich trinken. Die ist fast enorm. Sehr schön. Klingelt das Telefon schon wieder? Ich. Dr. Mayer am Apparat. Hier ist der Peter von der Alm. Wo sind Sie her? Komm aus Dörfli in der Schweiz. Oh, jetzt hab's du noch einen Schweizer am Apparat. Da wird denn noch alles angerufen heute. Herr Mayer, ich hab da mal eine Frage wegen meinen Ziegen. Die eine hinkt. Ich bin für keine Ziegen zuständig. Ich dachte, Sie schützen auch Tiere. Ich mache Mobbing und Arbeitsschutz. Und da sind keine Ziegen dabei. Ja, und da sind keine Ziegen drin. Aber mein Murli, es hinkt. Da müssen Sie mal beim Tierarzt anrufen, aber nicht bei mir. Na, dann probiere ich es dort einmal. Ja, auf Wiederhören. Ziegen. Fasching. Das wird mir noch alles können. Vielleicht noch Elefanten oder was? Also ich muss schon sagen, das ist wirklich eine Manufaktur der Träume. Ein einziger Traum. Sehr gut. Wenn ich dauernd das Telefon klingen würde. Dr. Mayer am Apparat. Ja, grüß Gott. Wer ist dort? Ja, hier ist der Beinel aus Minga in der Obsei. Ich verstehe Sie nicht. Ja, ich hole mal eine Frage wegen da. Können Sie nicht mal Deutsch reden? Ja, da kann ich ja auch nichts dafür, sogar einmal rein. Hallo? Ja, grüß Gott, ich hole mal hier. Wissen Sie was? Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wird ja. Ja, auf Wiederhören. Bitte. Da steht doch kein Mensch, nicht mehr Deutsch reden kann man. Also, manchmal glaube ich, ich bin heute hier im falschen Film. Also ich muss schon sagen, die dritte Auslegung der vierten Ausnahmeverordnung, der fünften Grundverordnung des Arbeitsschutzes in Sachsen, ist hier tadellos umgesetzt. Also ein ganz feines Haus hier in einem Park. Wenn das Telefon so weiter klingelt, ich schmeiß es noch zum Fenster raus. Dr. Rolf Mayer am Apparat. Was machen Sie am Samstagabend? Was ich Samstagabend mache?
Das geht Sie überhaupt nichts an. Falsch, Sie sind bei uns im Studio. Was will ich denn bei Ihnen im Studio? Willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Ich hab mir das gedacht. Herr Elster, sind Sie es? Ja, Herr Meier. Ja, ich hab mir das gedacht. Überall versteckte Kameras. Ich seh eine. Und da noch eine. Ja, na klar komm ich, Herr Elster. Ich freu mich auf Sie, Herr Meier. Na klar komm ich. Oh, ja, auf Wiederhören. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin. Ja, auf Wiederhören. Das Liebste, ne? Dr. Rolf Mayer, bei Verstehen Sie Spaß. Da muss ich los. Verlofer. Leider kann ich meine Adventsreihe, also Videoreihe, Advent mit Dr. Rolf Mayer. Sie merken schon, ich bin etwas aufgeregt. Ich bin bei Advent, bei Wetten, dass, bei Verstehen Sie Spaß, eingeladen. Und da habe ich leider keine Zeit, diese Videoreihe fortzusetzen. Ich wünsche Ihnen auf die Schnelle einen schönen 4. Advent. Bleiben Sie schön gesund. Und herzliche Grüße hier aus der Manufaktur der Träume in Annaberg Buchholz. In diesem Sinne, schön gesund bleiben. Tschüssi, Ihr Dr. Rolf Mayer.